Willkommen zurück zu Battlefield Hardline. Und zwar sind wir... Och, lustig, ein Bug. Ja, super. Dem Typen fällt es gar nicht auf. Ich könnte es noch stundenlang so machen. Und damit ein herzliches Hallo zu Battlefield Hardline. Heute etwas aggressiver drauf. Ja. Wir sind heute nämlich... hoffentlich mal dazu imstande, die AKM auszutesten. Denn ich habe den Geheimtipp bekommen, die Waffe sei super. Aber... die Werte haben was anderes gesagt und dann schauen wir mal, ob sie sich wirklich als so tolle Waffe erweist oder ob sie eventuell nur so schwach ist, wie ihre Werte vorgeben. Ey, sorry, die Verlockung ist einfach zu groß, dass ich das echt die gesamte Folge über mache. Vor allem das Geräusch. Hört euch das mal an. So, als würde man wirklich auf Stahl klopfen hier. Und was, wenn ich hier mache? Da kommt dasselbe Geräusch. Okay, probieren wir mal. Oh. Ach, herrje. Also, der Typ ist echt abgehärtet. Schaut mal, bei den ganzen Gedärmen und Co. Ist es auch kein Wunder. Naja, gehen wir mal weiter in der Story. Lassen wir den Typen in Frieden. Wir haben ihn schon genug geärgert. Und wir müssen fliehen. Ach so, ja, das war ja eine sehr ernste Mission. Sorry. Aber das war super. Na los, schnell einsteigen. Ah, okay, und das ist die gute Dune, die uns verraten hat. Hey, was ist hier eigentlich los? Bereiten die sich hier alle schon auf ihre eigene Apokalypse vor, oder wie? Ja, Tony ist durchgeknallt. Ach was. Wozu braucht ihr überhaupt einen Safe-Knacker-Roboter? Um was zu klauen? Na, immerhin dient es einem wohltätigen Zweck. Rüber zum Flugplatz, da ist der Brecher. Okay, bist du sicher, dass er da ist? Klar bin ich sicher. Da lagert Tony seinen ganzen Kram. Fahr einfach. Da war eine Windanlage, die defekt war. Und hier noch eine. Eieieiei. Eine Sache verstehe ich nicht. Ach ja? Es gibt schon einiges, was ich nicht verstehe. Hörst du mir zu? Tony, warum hast du deinem Dad das erlaubt? Ich dachte, Nick wäre einer deiner Arschlochfreunde. Aber in Wahrheit ist er ein Kopf, was irgendwie noch schlimmer ist. Aber egal. Ja, ja. Du weißt, dass du jetzt mit uns kommst, oder? Ist das so? Scheiße! Oh, Scheiße. Boomer! Ich könnte euch auch an diesen Stoddard-Typen übergeben und mir 250.000 Scheine verdienen. Was soll denn das jetzt? Mann, ich verarsche euch doch nur, Jungs. Du hast sie doch nicht, Alter. Die ist nicht mal geladen. Wow, 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 wow. Ich sehe nichts! Ach du lieber Himmel. Der Helikopter war aber geladen. Du bist verletzt. Mich hat's am Arm erwischt. Ja, mein Bein ist am Arsch. Mann, wir müssen Hilfe holen. Markus! Die Typen aus dem Hinterhalt, sie kommen. Du weißt ja noch, warum? Stimmt. Nick, halt sie auf. Ich überleg mir was. Im Kofferraum sind Waffen. Okay. Fürs Protokoll. Hier hat sich einiges geändert. Einiges. Oh, oh. Ach du Scheiße. Das ist unser Plan B. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir irgendeine Art Granatwerfer oder so da? Bitte. AKS-74U, G36, ja, wir haben alles mögliche an Waffen, aber wir haben keine Explosivwaffe. Na, die hätten wir jetzt gebraucht. Wir haben aber auch keine Granaten und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. C4-Sprengsatz, ja, ja, bringt nicht viel, aber probieren wir es mal aus. Eieieiei.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die schießen ja einfach alles kaputt mit ihren großen Kalibern. Ach du Kacke. Oh nein, oh nein. Oh oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Komm schon. Ja, jetzt einen Scanner öffnen. Ja, klar. Oh, irgendwas ist da gerade explodiert. Oh oh. Komm schon, komm schon. Oh, sehr gut. Und er lebt immer noch. Okay, jetzt ist er weg. Oh Gott. Okay, das war's. Wie haben wir das denn jetzt geschafft? Alles okay? Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Tony ist ein Jäger, also brauchen wir eine Ablenkung. Außerdem geht mir die Wüste auf die Nässe. Du kommst echt nicht mit? Wir bringen dich ins Krankenhaus. Ach, ihr habt doch genug zu tun. Der Flughafen ist da lang. Beeilung. Hey, Duni. Ach ja. Viel Glück. Man sieht sich. Und sag Tony, dass er eine Pissnecke ist. Moment, ganz kurz. Wir haben hier noch zwei Beweise, die wir finden können. Hier zum Beispiel das Kennzeichen. Nummernschild. Auf Darius Barnes registriert. Barnes parkte offenbar hier, damit man ihn nicht anhand seines Nummernschilds identifizieren konnte. Er wusste wohl zu genau, dass Alpert und seine Leute keine große Lust auf Agents der Regierung hatten. Kann gut sein. Oh Gott, was hier für eine Schießerei gerade abging. Gott, oh Gott. So, hier 30 Meter noch entfernt. Hier in der Ruine irgendwo. Na, doch nicht. Ach du Kacke. Grab eines ATF-Agents. Oh, der Ort, an dem Agent Barnes begraben wurde. Ein solches Ende hat niemand verdient. Ja, das tut mir leid für den Kollegen. Gott, wir sind hier echt im Nirgendwo. Irgendwo im Nirvana. Okay, dann schnappen wir uns mal den fetten Buggy hier. Mann, sieht der zusammengeschustert aus. Ich weiß nicht, ob ich mit dem fahren will. Okay, tun wir's. Hey, sollen wir uns mal dieses ausgebrannte Haus da ansehen? Das Feuer sieht frisch aus. Ich hab doch gesagt, dass du okay ist. Ihr Dad wird jetzt mit allem, was er hat, hinter uns her sein. Nicht, wenn wir vorher abhauen. Ist doch ein Flughafen. Vielleicht finden wir ein Flugzeug. Also, was hat Tom denn gemeint, als ich sagte, Tony lagert seinen ganzen Kram hier am Flughafen? Tony hat schon immer Sachen gesammelt. Je illegaler, desto besser. Wirklich? Was denn zum Beispiel? Schwarzmarkt-Armee-Kram, Panzer, Helikopter, sogar Flugzeuge hat er. Tony hat einen Haufen Geld, Mann. Drogenkohle. Außerdem nimmt er sein Recht auf Waffenbesitz echt wörtlich. Speedlimit 35. Der alte Flughafen. Weiter. Der Flughafen ist da vorne. Da sind wir leicht drüber. Okay, und jetzt geht's zum Flughafen. Und ich. Und du warst echt mal ein Bulle? Naja, mein Dad war auch ein Cop. Echt jetzt? Kein gewöhnlicher Cop. Sagt dir die SDI was? Kubanische Geheimpolizei? Okay, okay, also. Bist du seinem Vorbild gefolgt? Wie man's nimmt.
Sein Job war es, Häftlinge zu grillen. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Deshalb bin ich Cop geworden. Ein echter Cop. Tut mir leid. Sorry, dass nichts draus wurde. Okay, wir müssen hier durchfahren. Typen wie ihn aufzuhalten. Wir laufen. Los. Würde es an mir liegen, wäre ich schon früher ausgestiegen. Ach du Kacke. Die Verbindung nicht, zu Boomer. Ob ich in einen kaputten Flieger einsteigen will, den. Der ATF-Agent Barnes hat für Dawes und Stoddard gearbeitet. Er hatte ein Dossier zu Boomer und wollte bei Alpert nach ihm suchen. Vermutlich, um letztlich mich zu finden. Versuchen kann man es ja mal. Alpert hatte aber wohl Angst, Barnes könnte seinen Schwachsinnsplan mit dem Bürgerkrieg rausfinden. Also hat er ihn umgebracht. Und vorher gefoltert. Ohne jeden Grund. Gewusst hat er natürlich nichts. Das dürfte das FBI brennend interessieren. Puh, damit hätten wir den Fall, die Verbindung zu Boomer abgeschlossen. Und dann steigen wir mal gucken, was haben wir denn hier alles freigelassen. Ja, in Episode 7 gab es hier 2 Beweise, die wir nicht gefunden haben. 3 sogar. Du repariert hast. Hey, was redest du da? Zweifelst du etwa an Boomer? Mann, lass mich, ich repariere das Ding. Ich gehe den Brecher suchen. Funk es an, ja? Okay, okay, Funk es an. Oh Gott, sieht dieses Teil geil aus. Vor allem mit der Schnauze. Also das ist wie der Jordan von 2001. Der hatte auch so eine geile Haischnauze. So, unsere Waffen haben wir ausgerüstet, die wir haben wollen. Oh, Scheiße. Boomer, Tonys Leute sind schon da. Siehst du da, ein Lagerhaus? Ja, ist blockiert. Kommst du da rein? Oh, Moment. Ja, ich hab da eine Idee. Könnte ein bisschen laut werden. Zack! Du sagst laut! Ich höre nicht laut! Oh Mann! Wo kommen die denn jetzt her? So, mit dem 4. haben wir den endlich erwischt. Komm schon. Bam. Und komm schon, den kriegen wir auch noch. Och komm. Bam! Und den haben wir auch erwischt. Sehr geil. Fahrzeug verlassen. Wow. Alter Schwede. Das war ja mal krass. Was wollt ihr machen? Geiles Teil. Oh, jetzt schnell zum Ziel. Oh, da ist so ein halber Panzer. Und da ist sogar ein ganzer Panzer. Ach du Kacke. Geil, geil, geil. Okay, Beweise gibt's keine mehr. Schnell hierher. Ich hab den Brecher. Oh, oh. Oh, oh. Na, und es ist auch die Decke gebrochen, sobald wir den Brecher haben. Oh, oh, gar nicht gut. Jemand hat das Gebäude gerade beschossen. Oh, geil. Das ist schon besser. Das ist geil.
Das ist geil. Okay, jetzt geht's los, Leute. Das Flugzeug war schon geil, aber... Jetzt geht's ab. So. Und Ballistik mit einberechnen. Oh, fettes Ding. Oh, geil. Oh, oh. Komm schon. Komm schon! Er versucht es mit Nebel! Ja, wir finden ihn trotzdem. Er will abhauen! Ach, komm schon! Scheiße! Heli! Na! Oh oh, Helis! Sein Panzer ist im Arsch! Nein! Der Nebel ist weg! Okay, komm, den anderen müssen wir auch noch erwischen. Oder den Panzer erst. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Bäm, den haben wir erwischt. Puh, okay, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast... Scheiß drauf, ist nicht gerade ermutigt. Du hast gute Dienste erwiesen, lieber Panzer. Und jetzt schnell hier zum Flugzeug. Wie kommen wir rüber? Da. Komm schon. Ach du Kacke. Und jetzt dürfen wir auch noch ein Flugzeug fliegen. Oh mein Gott, wie geil ist die Mission denn? Sobald wir bei Kai und Tyson sind, verziehen wir uns nach Miami. Sag doch, ich hab's drauf. Puh, war das geil. Meine Fresse, war das eine geile Episode. Episode 8 werde ich immer wieder mal zocken, da bin ich mir jetzt schon sicher. Episode 9, Unabhängigkeitstag, das ist die vorletzte. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal bei Hardline. Funkgeräte, das C4, Tauchausrüstung, Klettergurte und ein Safe-Knacker-Roboter. Seid ihr euch eigentlich wirklich sicher? Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei wärt. Und damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst, könntet ihr meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen hoch freuen. Das wäre sehr, sehr cool von euch. Und ansonsten geht's weiter mit Battlefield Hardline. Aber nicht nur das Spiel spiele ich. Ich spiele ja auch League of Legends zum Beispiel oder auch Far Cry 4, wo ich bereits sehr, sehr viele Parts hochgeladen habe. Und auch Formel 1 findet sich auf meinem Channel wieder. Und ansonsten geht es bei Battlefield Hardline nach der Singleplayer-Kampagne natürlich nochmal in den Online-Modus, wo ich ein paar Heists ausprobieren werde. Und ich freue mich auf die gemeinsame coole Zeit und bis ich auch ein nächstes Spiel nochmal anfange. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Bis denne.